Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Toll. Ich bin die Schrotflinte. Was macht ihr denn da schon wieder? Ach, ist ja Andi hat mir meine Schrotflinte weggenommen. Ist ja noch Repairing. Dann sucht ihr doch eine eigene. Gott, dass du immer die Sachen voneinander nehmen musst. Nee, das war meine. Ich habe aus Versehen Q gedrückt und er hat sich die dann einfach direkt so zack. Bla bla bla. Ich höre nur Mimimi. Ich höre nur Sabebü. Genau. Sabebü. Ja, doch, die Map ist ganz nett. Peter, die hast du gut ausgesucht. Ja, ja. Kann man hier drüber laufen? Ja, ich bin die. Schade, wäre ich gerade Traitor gewesen, hätte ich T-Rex, Alex und Sachen. Skin, wer ist dran mit Skin? Peter, ja, oder? Unten ist irgend so ein komisches Kevin, Buch, das Kevin. Interessiert mich. Kevin was? Ist dran. Ja, du bist dran mit Skin. Was ist mit mir? Du bist mit dem Skin dran. Ach so, ich bin mit dem Skin dran. Bitte. Bob Ross. Nein, ich brauche mal was. Ja, doch, an Bob Ross dachte ich aber auch. Ja, geil, Alter. Ja, ich mag ihn. Ja. Okay. Wir können jetzt fröhliche Bäume malen. Und wir malen die Hölle aus den Bäumen. Pascal, was ist das Bäume? Da unten? Ja, das kann der auch. Das ist ein ich frage, siehst da du das? Ja. Gut Bäume malen. Und da unten ist eine Höhle. Und Andi geht jetzt einfach dahin. Wer? Wo? Oh, was? Ist da nicht Lava? Wer? Wo? Hallo, ja, Bob. Ach, da ist so ein. Ach so, alles klar. Kann man mit dem Buch was machen? Es ist ganz einfach. Keine Ahnung. Ich will auch. Mach das mal. Warte mal. Ist nicht Bob Ross. Mach das mal hier hinten. Oh, ich hab da jetzt was hier. Andi, drück ja nicht auf die Hebel, die hier sind. Dauert kurz. Was ist damit hier eigentlich? Warte mal. Oder warte mal, ne, lass. Ich weiß es nicht. Trade. Leuchtet. Leuchtet schön. Ach so, das hast du also von Meme Generator. Ja. Das ist ja irgendwie süß, dass du das. Ja, und jetzt? Ich das wollte drauf gelassen. Also, ja. Wenn du ein Hebel machst, dann ist das aufgegangen. Alter! Hier! Gold. Dollar in Goldmünzen. Ich kaufe. Oh ja, nö. Mann. Ich hoffe, Andi ist es nicht. Nee, du. Oh nein, das war dumm. Ist die Lava hier eigentlich tödlich, diese hier? Weiß ich nicht. Ich denke schon, die Lava war immer tödlich. Ja, die tut weh. Denke auch. Gibt 5 Punkte pro, weiß ich nicht. Was hängt hier an der Wand? Oh. Es dreht sich. Wo? Ist das das Buch oder was? Wo denn? Da links. Nein, ja, guck doch mal in den Gang, wo ich reingucke. Da links. Ach da! In der Lava kriegst du sehr viel Schaden. Ich bin okay. Das sieht aus wie ein Hexenzauber. Ich dachte, es ist eine Falle. Danke, dass du da hingegangen bist. Bitte. Der habe ich extra gemacht. Ich bin ja schließlich auch Detective. Ja, die Map ist wirklich schön. Ja. Ich muss euch ja beschützen. Schön, ja. Ein Zauber. Ach, wie man weiß, was das für eine Brücke ist. Überall runterfallen kann. Alex ist hurt. Alex ist hurt. Ja, aber Alex ist zweimal runtergefallen. Peter ist fast tot. Alter! Peter ist fast tot. Was passiert? Ja, ich bin in die Lava gefallen, habe ich doch gesagt. Habe ich nicht mehr. Ja. Das gefällt Bob Ross. Ja, Bob Ross gefällt das auch. Hi, Kevin. Hallo. Und da war er weg. Was war denn da? Warte, Kevin, solltest du es sein, ne? Brauchst du mich nicht töten. Ich töte mich während der Runde schon selber. Warum sollte ich es sein? Weil aber das sieht jeder, dass du dich gerade selbst umbringst. Warum? Was macht der denn? Ich fall überall runter. Ach so. Warum? Okay. Das Leben bietet dir doch so viel mehr. Hä? Ich habe ein Fragezeichen. Ach so, Alex. Oh, Alex. War innocent. Okay. Wir sind gestorben. Fallen. Kevin und Falle. Falle? Nee, Kevin ist es nicht. Dann ist es, ich würde sagen, dann. Also für mich sind es. Andi und Stefan. Mhm. Andi und Stefan sind es für mich. Mhm. Stimmt, den Andi habe ich jetzt schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, du bist doch nicht hier die ganze Zeit. Pascal ist aber doch auch noch da. Ich hoffe, der Stefan ist es nicht. Der Schiffer, Pascal hört man gar nichts. Oder? Ja, wer ist da? Es kann sein, dass er auch da ist, das Alex. Ich glaube, der Peter ist es nicht. Ja, der Pascal ist auch. Oh, Gott! Aber ich kann es auch sein. Ich bin da gleich fast alle durch. Ja. Alter! Kevin, warum rennst du mit denn hinterher? Das tue ich nicht. Solltest du es sein? Ich bin eh fast tot. Ich mach deinen Job schon für dich. Hallo. Ich mach deinen Job schon für dich. Also wenn ich sterbe, muss Sabrina ganz schnell rufen. Und wenn Sabrina stirbt, muss ich ganz schnell rufen. Ja, genau. Stefan, ich glaube irgendwie, dass du es bist. Ich hätte aber Sabrina ja, schon die ganze Zeit töten können. Ja, das hätte der auch gemacht. So oft wie wir alleine waren. Hast du Sabrina gehört? Sie ist Detective. Die hat gesagt, so oft wie wir alleine waren, der hätte das gemacht. Guck mal, ich hab da was. Oh Gott. Alter.
Du hast Alex. Ja. Alex Leiche. Ja. Andi, ey, irgendwer schießt auf mich. Irgendwer schießt auf mich. Andi, ist es. Andi, warte. Ah. Andi! Nein. Was zur Hölle? Schön. Alter, ich hätte eigentlich wissen müssen, dass der Kevin da auch ist. Weil keiner hat auf den geschossen. Mann, weißt du, da verbringt man mal 2-3 schöne Minuten mit dem Kevin, ja, und er schießt dir hinterrücks in den Rücken. Ja, Alter. Und dann habe ich ja eine Leiche in die Lava geworfen. Andi, ich möchte mich bei dir bedanken. Aber so ist das, den würde ich auch nirgendwo reinlassen. Aber was war denn mit dir? Ich habe mich doch noch nicht mal verdächtig gemacht. Was mit Pascal hat überhaupt keiner mitgekriegt. Also ich fand den Kevin... Ich habe auch keiner von mir. Klar, er war plötzlich bei Alex Leiche. Aber das stimmt sogar. Nee, ich gesagt, ja, das fand ich halt auch sehr merkwürdig, als der auf einmal bei Alex Leiche war. Ja, er ist an mir vorbeigelaufen und dann ist er da hingelaufen, zufällig für mich. Also, ich hab Alex getötet mit dem... Hat jetzt eigentlich jemand eine Waffe ausgewählt? Was war das denn? Ja, deswegen, das war eine Falle. Genau ausgewählt? Ja, wenn wir beinahe einen Stern und Alexia alle auch confirmed, dann hätte die gesehen, dass sie durch eine Falle gestorben ist. Oh mein Gott, ich bin grad voll durch. Der ist schon wieder so ein Buch. Heute zu wenig gegessen, glaube ich. Ja, dann ist doch mal. Ist Sabrina eigentlich nicht durch die Eagle Gun gestorben? Welche Eagle Gun? Die ist schnell genug weggelaufen. Du bist ja erst reingebecht und dann explodierst du erst später. Ja, ich bin doch in Panik ausgeartet. Sabrina, warum stehst du da eigentlich nur? Ja, weil ich da stand halt. Die Trader. Ja, weil du da standest ich halt. Oh, ich bin noch gar nicht los. Ich glaube, Tippe ist es einfach so. Ich glaube, Sabrina, also, die war im Shop sofort, als sie gesehen hat, dass die Trader war. Das habe ich heute noch nicht gebracht, Tippe. Was war das? Oh Gott, was war Andi. Das? Andi. Nein. Kevin. Kevin hat was? Kevin? Nein. Kevin! Ist gerade irgendwas explodiert. Kevin ist es. Ist es nicht. Kevin, Alter. Ist es nicht. Ich schieße einfach auf alles, was sich da hinten bewegt, ey. Oh Gott, Alter. Warte. Da liegen Leichen. Sabrina, ich hab Sabu getötet. Ich hab Sabu getötet auf jeden Fall, ne? Ey. Okay, Kevin, war es nicht, okay. Ich war gerade richtig verwirrt. Ich hab nur gesehen, wie Kevin auf einmal angefangen hat zu schießen. Und da war ich halt auch irgendwie komplett verwirrt. Ich war ab dem Zeitpunkt verwirrt, als ich Alex im Baseballschläger gesehen habe. Was war das? Gesehen habe. Dann habe ich aber erst danach gesehen, dass da kam der Adler auf mich, ich glaube Stefan. Nee. Was ist das da? Was liegt da? Da liegt eine Leiche, aber ich kann ihn nicht anvisieren, da ist nichts. Warte, ich gehe dahin. Kann sein, dass die explodiert. Ah! Das Kall schon wieder. Nee! Geil! Das war eine schnelle Runde. Hab ich richtig gesehen, dass es Sabu war und hab einfach auf Sabu geschossen. Ich verdächtigen mich alle, ich war es gar nicht. Das war wie geil, das war. Alle stehen zusammen, ich schieße einfach nur den Adler da durch und alle fangen an, sich gegenseitig platt zu schießen. Ja, ich hab ja mit beigeholfen, weil ich hab ja extra noch gemacht, so, Kevin ist es, damit Panik ausgelöst wird. Ja, das sah halt echt aus, als hätte Andi geschossen und deswegen habe ich halt auf ihn geballert. Ansonsten wäre das, glaube ich, gar nicht so ausgeartet. Kevin ist was? Ja. Das war so gut. Und ich habe das einfach genutzt. Aber seht ihr, ich hatte recht mit Zimmer, ist es. Ja, du hattest recht. Ja. Du sagst absolut. Alle Namen einmal durch, du hast deine Liste da neben dir liegen und dann liest du alle vor. Oh nee! Alter! Warte mal. Ich hab schon jemanden sterben hören. Ich auch, ganz nah bei mir. Sabu war's nicht. Disco. Pogo. Ich glaub, Anni war's. Weil schon wieder? Ist der Anni schon wieder? Ach, ist doch nicht, nicht verwunderlich. Der ist nur hier, wo Blut ist. Ich hab's nicht gesagt, dass er es 100%. Hey, nein, ich bin hier gerade hingekommen. Ja, er kam mal von also, Anni hat auf jeden Fall gerade keinen getötet. Sabu, wenn du das da runterfällst. Nee, dann wollen wir. Ja, ich sag ja, du hast auf jeden Fall keinen getötet. Irgendjemand ist gestorben. Zimmer ist es. Und wieder. Und dann heißt es immer, hey, Stefan, ich sitze immer. Ich hab... Oh, sorry. Alter, ich hab dem Zibbe No-Scope, Dings hier, Sniper-Shot gegeben und die Sabu ist hier von der Brücke gesprungen, einfach. Ja, ich hab Sabu gehört, dann hab ich gesehen, dass ihr beide aufeinander schießt und dann wusste ich aber nicht mehr, wer. Die beiden Alter, schon wieder. Ich hab dich 6-mal mit der Shotgun getroffen. Du warst hier irgendwo hier Blut, weil musstest du es nämlich sein. Hä, hey, Junge, ich bin da gerade legit hingelaufen. Ich hab doch nicht gerade eben davor, wo da einer gestorben ist. Nein! Das war ich. Achso, ja, aber das war für mich der einzige gerade. Das war jetzt einfach nur komplett random kill, Alter. Kevin, ich glaub, da gerade der gibt mir einen Headshot, Alter. Was war das jetzt für eine Scheiße? Kevin hat mich nicht getötet, er hätte es machen können. Für mich waren alle anderen tot.
Ja, ich dachte, dass Pascal dich getötet hätte und deswegen dachte ich mir, schieß auf den letzten Überlebenden, der ist es. Ja, genau, für mich waren nämlich nur zwei Leute am Leben. Das waren du und Andi. Und warum chillt Stefan da mit Sabrina hart rum? Ich bin mir gerade meine Augen am Jucken. Was ach, das bist, aber schon, das bist du aber schon ziemlich lange. Ich stehe schon ziemlich lange bei dir. Ja, ja, mach ich die ganze irgendwann Zeit, hören die aber auch immer auf zu jucken. Das ist ja wohl mal klar. Also ich finde das schon sehr eigenartig. Bei mir ist das manchmal 10 Minuten. Ja, dann sind da Trader-Augen, ganz einfach. Hä? Nö. Aber Zimmel, der Sniper-Schuss war schön, oder? Der war voll mies. Ich habe dich 6 Mal aus nächster Nähe getroffen. Du bist nicht gestorben. Zimmel, wie kann das sein? Zimmel kam gerade bei mir. Peter. Was, hä? Hallo. Flaschlimo. Stefan. Hallo, ey. Alter! Wow. Junge! Was denn? Alter. Was geht denn hier wieder? Was war denn hier los? Andi, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Okay. Man weiß ja nie. Entschuldigung. Was ist denn passiert da? Ah! Ja. Oh, das habe ich überlebt. Wow. Kevin, Nein, du hast doch hier gerade gegen erschossen. Nein, du hast gerade die Falle ausgelöst. Als du dachtest, ich stand da drunter. Ja, siehst du. Gar nicht. Na, siehst du. Oh, wow. Lügen. Eckige Lügen. Ganz schön ruhig hier. Ja, ich weiß auch nicht, was die alle machen. Aber wie der aussieht. Kevin, bist du der Letzte? Nee. Ich glaube, Andi chillt hier noch irgendwo rum. Ich höre Musik. Ah. Ja. Ja, rennen wir jetzt im Kreis aneinander vorbei oder was? Möglich. Unfassbar. Hey! Verdammt! Okay, ja. Pause, ich muss nachladen! Ah, oh, nee, das gibt's ja nicht! Das ist das hier! Battle of Noobs. Mega Noob Battle. Das war richtig geil, das war voll lustig. Was? Wie ihr euch gedreht habt dabei. Ich hab wieder voll einen draufgekriegt von Stefan. Hä? Ich hab dann sogar eingelenkt. Ich entschuldige, dass ich dich oben einmal erwischt hatte dabei noch. Ich hatte gedacht, du bist da. Ja, ich hoffe, du hast gesehen, wie enttäuscht ich auf den Boden gekommen bin. Ja. Ich fand das lustiger, wie gut ich die anderen beiden da hatte. Wieder. Also ich wollte euch nur mal vorwarnen. Ja, den einen hab ich noch gekriegt. Wollte ich vorwarnen. Nee, hattest du den vorderen? Ich hab noch auf den hinteren geschossen. Nee, der Stefan wurde vom Stefan, was wolltest du sagen? Stefan? Ah. Nein, jetzt ist Stefan tot, ne? Schon. Stefan wollte gerade was sagen, der wollte was für uns vorwarnen. Ah, liegt wer.
Also das ist gemein, so früh. Das alle. Ja, genau, ich bin am Anfang getötet worden. Ich hab Pascal. Ich hab Angst. Zwei Leute, die in der Gegend rumstanden. Da liegt ein Püppchen. Alter. Ich will hier hoch. Ich will hier weg. Geh weg. Geh weg. Mabu, warum bist du eben? Ich will weg hier. Von der Brücke gesprungen, einfach so. Von der Brücke? Ich wollte gar nicht springen. Ich wollte auf die andere Seite. Da war so ein. Da war so ein. Andi. Dann kannst du weiter dumm in der Gegend rumstehen und im Trader Shop rumlaufen. Aber das ging irgendwie nicht wegen dem. Keine Ahnung. Bin da hängen geblieben. Jo. Hä? Andi hat sich gar nicht beschwert. Weswegen? Warum? Weil ich gesagt habe, ich will an ihm vorbei, damit er danach weiter im Trader Shop rumstehen kann, weil er mir im Weg stand. Der beschwert sich nur, wenn man einen Random Kill macht. Ach so. Oder aber wenn er kein Traitor ist. Oder wenn er Traitor ist. Oder wenn er kein Traitor ist und dann. Er beschwert sich einfach random. Nein. Wird er gerade der Fall ausgelöst? Ja. Was war denn das jetzt? Hat sich so angehört. Boah, ich bin voll verklatscht. Ist da wer gestorben gerade? Nein, ich habe nur eine Falle gehört. Ich habe einen Flatsch gehört. Kevin. Okay. Also Sabu war es nicht, die war hier. Die ist mir gerade entgegengekommen. Ja, das ist Andi. Die ist in der Ecke, aber die hat halt nichts ausgelöst. Pascal in Verdacht. Ich war mit Alex oben. Also auf einen von uns war, glaube ich, eine Falle gerichtet. Ich bin mir nicht sicher. Also jeder, den man irgendwann sagt, Alter, das habe ich gesehen! Wer ist es? Andi? Ah, da liegt Stefan. Ich hab das gesehen. Ja, der ist die ganze Zeit da. Also Andi. Wo? Der beschwert sich auch gar nicht. Nee. Ich fand das ja lustig. Musst du mir mal gleich sagen, ob das mit dem Trader Shop wenigstens gestimmt hat. Das wollte ich nämlich sagen. Oder wenn er selber ein trailte. Leben hatte ich noch. Schatz. Ein Leben. Wie oft hat die Schrot daneben geschossen? Schatz, hattest du Mirror? Hä, was ist Mirror? Also Spiel nein. Oder sowas? Hat mich getötet. Nein. Ich hab dich getötet und bin dann selbst sofort umgefallen und dann stand er durch Welt ausgeschaltet. Nein. Ich hatte das gar nichts. Das ist super passiert. Andi, hattest du mir, oder? Noch innocent, was sollte ich denn haben? Achso, hätte sein können. Ach nee, du warst nicht Detective. Der Stefan. Ja, ich war Detective. Ich war sofort tot. Ich weiß nicht, wer hat mich getötet oder war die Welt? War eine Falle. War eine Falle. Okay. Andi, was wolltest du sagen? Ich wollte euch vorwarnen, dass ich Detective bin, nur dass ich Tech Chance habe. Wer mich tötet, den lese ich vor. Und dann habe ich die Welt ausgeschaltet und ich wurde nicht wiederbelebt. Was scheiße. Ich wollte gerade nur sagen, Andi, dein Mirror hat gerade gezündet. Ne? Ich bin gerade im Endscreen noch gestorben. Ich hab gerade alles gekillt und bin sofort instant durch Welt ausgeschaltet worden. Okay. Alter! Cool. Andi? Ich glaube nicht, dass es der. Ich war's glaub, es nicht. War Hallo. Sabu. Ich habe auch hier hingeguckt dabei. Andi? Ich wäre fast da durchgelaufen. Aus irgendwelchen Gründen war ich gemutet, Alter. Ach so, ja. Warum? Ich hab mich nicht mal gemutet. Stefan, wenn du das Ding nicht ausgelöst hast, war es cool. Zusammen, weil die hat genau hier hingeguckt auf uns beide. Nein, ich bin hier die ganze Zeit, ich weiß noch nicht mal, was passiert ist. Ich will eigentlich da durch, aber ich traue mich nicht mehr. Ich hab auch eben gerade einfach nichts gemacht, weil ich bin da wirklich einfach gerade um die Ecke gelaufen, weil ich da gerade irgendwas gehört habe. Und ich dachte mir so, Alter, was ist das denn? Und ich gehe so um die Ecke und sehe dann Sabrina oben. Und Sabrina sagt einfach so, Andi, und schießt auf mich. Ja, doch, weil ich das gesehen habe. Du standst da und vor dir ist jemand explodiert. Also ich vertraue erstmal nur Peter. Also es geht eben um die Map, eben um die Runde. Ich nehme sehr Billo-Items heute, deswegen. Ich versuche das mit einer Explosion. Okay. Andi. Hallo Andi. Aber ich glaube, kann man Fallen hier eigentlich öfter auslösen? Andi hat es wieder gemutet. Also die mit der ich den Stefan gekillt habe, konnte ich nicht zweimal auslösen. Also ich bin und ich würde, ich gebe 30% auf Sam. 30%. Ja. Ich dachte, Peter ist es. Bist du mich okay, ja, Zibber, 30%. Töte mich, Zibber. Wenn du Traitor bist, gebe ich dir einen Freischuss. Was ist denn für eine Falle ausgelöst worden? Wenn du Traitor bist, darfst du mich abschießen. Ich werde mich nicht wehren. Ich habe gar keine einzige gesehen. Hier ist so eine Speerfalle aus der Decke. Ich kann euch den Detective erschießen. Ah. Du weißt, dass ich jetzt gerne machen würde, weil der Name da steht. Wir hoffen sie alle. Hallo. Hallo. Haha, ich hab mich getraut. Die sind alle mutig. Wer ist der Nächste? Ich hab Angst. Alter. Alter.
Lol. Hier liegt jemand. Ja, oh, ich wollte sagen, war es Kevin, aber. War Stefan? Kevin? Es war Stefan, glaube ich. Nein. War der Peter auch tot? Hey, nee. Andi, bist du's? Nein, Andi kam von der anderen Seite. Dann ja, ich hab nur gesehen, wie der Thomas geflogen kam. Auf jeden Fall war es, dann ist es Alex und Stefan. Ich bin. Oh, Alter! Ich glaube, es ist wirklich Stefan. Bin's aber nicht! Weil der Peter, der war doch da die ganze Zeit. Ich hätte ihn dann auch noch töten können. Nein, du hättest doch mich töten können. Du traust dich noch nicht, mich zu töten jetzt. Warum? Komm doch. Ja, du hast eben dem Trailer einen Freischuss gegeben. Dafür ist auch ein Innocent. Ja. Ich glaube, es müssen Stefan und Alex sein. Es müssen Stefan und Alex sein. Glaube aber nicht. Andi. Warum? Weil ihr neben Peter die einzigen seid, die noch lebt, außer mir. Und ich bin innocent, ich war nicht dabei. So, jetzt ist Peter auch noch gestorben. Ey! Yay! Was war das? War das Mirror oder was? Ja! Oh deswegen habe ich, hab ich auch so dich provoziert, dass du mich abknallst. Hast du schon gemacht? Was ist denn neu? Peter, das wird nichts ändern. Ich töte dich immer wieder. Ich töte dich, ne? Auch in deinen Träumen. Auch wenn du tot bist. Ich töte dich nochmal. Ich weiß es nicht nett. Was ist denn hier neu? Ah. Nee, das hatten wir doch schon. Das ist egal. Okay, bis zur nächsten Folge. Tschüss.